Okay, also wir müssen uns H5 merken. Okay. Okay, ich hab's. High five. Ah, verstehe. Das ist gut. Du versuchst es mit einer kleinen Gedächtnisstütze. Okay, High Fives kommen ursprünglich aus den 70ern. Also da wurden sie erfunden. Also eine 7. Wir sind zu zweit, also rechnet dann 7 minus 2, ergibt es 5. Okay, cool, dann hast du es. Also, Und dann, es gibt 5 Lebensmittelgruppen. Wieso machst du weiter? Oh nein, warte, warte, du wirst das cool finden. Das ist wie ein Puzzle für mich. Nein, kein Puzzle. Okay, es gibt 5 verschiedene Lebensmittel. Fleisch, Gemüse, Getreide, Milchprodukte und Früchte. Okay. Meine Lieblingsfrucht ist Ananas. Aber wir haben uns das schon gemerkt. Viele Ananasfrüchte kommen aus Hawaii. Okay. Und ich weiß nicht. Meine Lieblingsserie derzeit ist Hawaii 5-0. Hawaii 5-0, okay, das ist es. Wir haben es. Hawaii 5-0. Und Scott Kahn ist einer der Hauptrollen von Hawaii 5-0. Wir wirklich Scott Kahn? Und sein Vater ist James Kahn, welcher wiederum einer der 5 Hauptrollen. Was ist denn los mit dir? Welcher wiederum einer der 5 Hauptrollen. Ja. Verstehst du? In den der Pate-Film war. Also das ist ja unfassbar. Pacino, Brando. Also ich verstehe es nicht. Wieso tust du das? Diane Keaton. Ja, Diane Keaton. Und es ist einfacher, sich ihren Namen zu merken, weil sie den gleichen Nachnamen hat, aber die Buster Keaton und Michael Keaton. Wir erzählen jetzt beide alle Keatons, auf die es gibt. Und wenn du lachst, machst du Ha. Stopp! Ist dir klar, was du machst? Du verkomplizierst die ganze Angelegenheit. Wir hatten es schon längst. Du machst es viel komplizierter wie alle anderen Sachen auch. Ich habe mein Telefon im Auto liegen lassen. Was? Warte, einen Moment. Ghetto-Faust. Nein, es war ein Handschlag. Nein, warte, ich hab's. Buster Keaton, Michael Keaton, selber Nachname wie Diane Keaton, einer der 5 Hauptrollen, in denen der Pate fehlt. Das sind Keaton, Brando, Duval, Pacino und James Kahn. Das ist der Vater von Scott Kahn, einer der Hauptrollen in Hawaii 5-0. Hawaii, Ananas, ist meine Lieblingsfrucht. Es gibt 5 Lebensmittelgruppen. Wir sind zu zweit, 5 plus 2 ergibt 7. Und in den 70ern wurden die High Fives erfunden. High Five, das wusste ich! Verdammt! Crazy, crazy, does this crazy make up for adjustment? Jamming on the verse. First one's plan that you wanna do all I want, but I don't need you. Erzähl mir von deinem aktuellen Gesundheitsregiment. Ich meine, von deinem aktuellen Sport machen. Ich sag's ehrlich. Aerobic ist ein leichtes Steady-State-Cardio-Training. Aber ich bevorzuge Intervalltraining. Und das treibst du den ganzen Tag? 20 Minuten. Nur 20 Minuten täglich. Du könntest das auch. Wieso hast du das gerade so betont? Du könntest das auch. Willst du mir irgendwas sagen? Ich gebe zu, dass ich... Okay. Wieso hast du das so betont, würde ich gerne wissen. Ich wollte nur sagen, Natürlich könntest du es schaffen. Es würde nur eine Weile dauern, bis du drin bist. Ich bin ein athletischer, du könntest es schaffen. Agiler junger Mann. Natürlich könnte ich es. Ich habe früher Fußball gespielt, Bro. Live aus der Nestlé Arena. Willkommen zum Finale der Jazzfit-Meisterschaft 1987. Unsere Finalisten für den Body Shop aus Hollywood, Kalifornien. Flash. Und für den Skin Shop aus Detroit, Michigan, Lightning.
angenommen, du und ich werden in einen Tag-Team-Kampf verwickelt und unsere Gegner wären so kleine durchschnittliche Straßengangster. Ein paar kleine Gauner. Hätten wir eine Chance? Also wenn du Tag-Team sagst, ist nicht gemeint, einer prügelt sich mit drei Typen, klatscht ab und ist dann raus. Du meinst, wenn wir uns alle gleichzeitig prügeln. Bam, bam. Wenn wir gemeinsam zuschlagen, beulen, Fäuste fliegen, Gesetz klacken. Der Straße. Ja. Voll auf die Fresse. Dürfen wir dann auch Waffen benutzen? Ohne Waffen. Durchschnittlich große Gangster. Also größer als Alter, wir. Ich glaube, wenn wir so richtig ausrasten, haben wir eine Chance. Ich meine, wenn wir so richtig durchdrehen und abgehen, auch wenn ich mir in die Hosen pinkte, aber der Typ gleichzeitig kassiert, dann ist das völlig in Ordnung. Hauptsache Vollkontakt. Dabei war es gar kein Geist. Es war meine kleine Schwester, die sich im Keller versteckt hatte. Sie war das mit dem Buh. Es war die ganze Zeit nur meine kleine Schwester. Also... Oh, wie ungeschickt. Ich habe seine Trinkpäckchen vergessen. Oh. Ich bin gleich wieder da. Kommt ihr beiden zurecht? Ich denke schon. Okay. Also... Zachary. Wie du weißt, werden deine Mutter und ich bald heiraten. Und ich werde bei euch einziehen und ich freue mich so sehr, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen werden. Weißt du, ich weiß, dass dein Vater nicht lieb zu dir war, dass er dich geschlagen hat. Und tja, ich will dir nur sagen, dass... Ich werde das nicht mit dir machen, okay? Und ich möchte dir versprechen, dass ich dich nie schlagen werde. Oh, okay, das ist... Okay. Ich weiß, wieso du das tust. Aber ich werde dich nicht schlagen, weil ich weiß, dass du noch wütend... Oh, das ist... Naja... Aua! Ich wüsste nicht, dass ich etwas getan hätte, um das zu verdienen. Okay, das ist... Du? Okay. Ich möchte ehrlich zu dir sein, Zachary. Andere schlagen, das macht man nicht. Hörst du? Oh! 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 Die vierte will ich nicht erleben müssen. Tja. Also. Okay, in Ordnung. War's das jetzt? Hast du alles rausgelassen? Denn ich weiß... dass dir das gar nicht entspricht. Oh, ich sagte doch, man schleppen. Oh, komm schon, das ist... Zachary! Was tust du, Zachary? Was? Das ist einfach unglaublich. Was hab ich denn bitte schön getan? Ich bin lieb zu dir. Ich bin doch lieb zu dir, Mann. Hör zu. Ich werde dich niemals schlagen. Ich werde dich nicht so behandeln, wie es dein Vater getan hat. Ich möchte dein Freund sein. Du sollst Respekt vor mir haben, verstehst du das? Du kleines Stück Scheiße! Ich werde dich respektieren, Charles. Vorausgesetzt, du spielst auch artig mit. Also hör mir zu. Ich bin ein böser, böser, böser Junge, Charles. Ich brauche keinen verfickten Freund. Verstehst du? Also nur zu, heirate meine Mami, zieh bei uns ein und fick sie so hart, wie du willst. Aber lass mich, verdammte Scheiße, in Ruhe. Tust du, was ich sage? Dann werde ich in 11 Jahren... von zu Hause ausziehen und wir beide werden keinerlei Probleme miteinander haben. Tust du es nicht, dann werde ich dich fertig machen. Verstanden, Charles? Na, wie läuft's, ihr zwei? Ich liebe ihn! Also, des Weiteren dachte ich, vielleicht werden die Plasmablitze entgegen der Tradition nicht aus der Hand herausgeschossen. Wie wäre es, sie kämen aus seiner Aura? Sie kommen... Er ist da. Oh, wow, danke schön. Leute, das ist so aufregend. Marvel-Legende Stan Lee rief mich vor ein paar Wochen persönlich an und sagte,
Er würde gern vorbeikommen. Oh. Und ich dachte, was für eine Ehre. Also, er... Excelsior! Hey, Mr. Lee! Ist ja gut. Setzt euch wieder. Setzt euch. Lasst uns anfangen. Oh, Sie präsentieren uns neue Charaktere? Darauf kannst du deinen letzten Taler verwetten. Alles klar, dann legen wir los. Die Staffelei ist ein wenig wackelig. Nicht anfassen. Okay, ich darf vorstellen... Heyday. Er lebt fortwährend in seinem Lieblingsjahr, 1982. Sein Erzfeind ist die teuflische Schreibblockade. Auf ewig wird er leben, vorausgesetzt, er weiß immer wieder mit großartigen, relevanten und interessanten Ideen zu überzeugen. Nun, das war wohl nichts. Mr. Lee, es ist nur, wir haben heute sehr viel auf dem Programm. Ich fahre das Karussell schon viel länger als du, Sunnyboy. Ich habe Millionen weitere Ideen. In Ordnung. Dr. Balance. Ein alternder Robotikwissenschaftler, welcher in der Dusche nie hinfällt oder ausrutscht. Und jetzt, where am I, man? Egal, wann er nachts im Badezimmer sein Geschäft verrichtet, er weiß stets genau, wo er sich befindet. Firme Scatcho. Seine Gabe ist es, jede Heizung regulieren zu können. Das heißt, er wird nie schikaniert werden von irgendwelchen Kältewellen. Techno. Er versteht es, jedes technische Gerät zu steuern, egal welches. Dinge wie den Computer oder den kleinen Handcomputer. Road Rage. Er klemmt sich auf der Durchfahrtsstraße hinter andere Autofahrer, welche sich auf dem Rückweg von einem Arzttermin befinden. Er lässt seine radioaktive Hupe ertönen und sie sagen, hey, komm schon, wieso drängelst du so, du Wahnsinniger? Wir fahren doch schon so schnell wir können. Wie seid ihr denn hier reingekommen? Und jetzt The Grey Chaser. Ihre Superkräfte, sie ist 40. Hat keine Kinder und einen super heißen Körper. Sie steht nur auf alte Knacker mit Leberfleck und Pferdeschwanz. Homestead. Er hat die Mutantenfähigkeit, seine vielbeschäftigten erwachsenen Kinder dazu zu bringen, ihn zu besuchen. Ich meine, wir können doch mal telefonieren. Und jetzt die hinterlistigen Show. Die übergewichtige Jamaican Maid. Oder auch genannt Jamila. Sie klaut andauernd. Mr. Lee, es tut mir unendlich leid. Bei allem nötigen Respekt, ich glaube nicht, dass wir... Ich bezweifle, dass wir diese Charaktere verwenden können. Oh, das ist... Und da sind sich alle einer Meinung? Ja, ja wir alle. Oh, ich verstehe, wenn das... Vergessen wir das Ganze. Manchmal schieße ich nur mit Platzpatronen. Ich weiß, wenn ich unerwünscht bin, also in die Müllpresse mit den Entwürfen oder was auch immer man heutzutage so benutzt. Es war uns eine Ehre, Sir. Eureka. Ich wurde soeben inspiriert. Also, ihr seid ein Team von Superhelden. Ein bunter Haufen und dazu multiethnisch aufgestellt. Bekannt als das gefeuerte Dutzend. Ihr besitzt die hodenhafte Stärke, in das Nest zu scheißen, welches euch aufnahm. Und dazu verdammt auf ewig auf der Straße nach Arbeit zu suchen. Wie findet ihr das? Großartig finden wir es! Alles klar! Excelsior! Was war dein schlimmster Job? Der schlimmste Job, den ich jemals hatte... Mann, der nervigste war in einem Coffeeshop. Oh, du als Barista, schrecklich. Ja, Mann, Barista. Morgens kommen die Leute rein und wollen einen Kaffee. Und ich hatte den Eindruck, die waren nicht glücklich. Sie hatten ja noch keinen Kaffee gehabt. Alles klar, das verstehe ich. Sie alle redeten nur so... Barista zu sein war wie ein Aufeinandertreffen verschiedener Welten. Einer hieß Clarence. Ebenfalls ein Barista, guter Mann, der kam von der Southside. Alles klar. Und es gab eine Sarah. Und die war so eine Managerin. Die mittlere Managerin. Sie war immer so, hey Leute, wir sollten wirklich unbedingt die Vollmilchkanister bitte wieder zurückstellen, wo sie herkommen. Alter, ich meine mittlere Führungskräfte. Ja, die sind so anstrengend, Mann.
Sie genießen es irgendwie, dass sie so viel Macht über dich haben und denken, du bist scharf auf ihren Job, als ob ich Bock hätte. So nicht okay. Blitzeblank muss es sein. Oh nein, was? Blitzeblank? Oh nein, bitte Blitzeblank. Nicht blitzeblank. Und dann so, jetzt kurz Pause. Toll gemacht, guten Morgen. Aber das mit der Sauberkeit ist leider nicht gut genug. Und das sind die kleinen Wichser, die dauernd draußen stehen und eine Zigarette nach der anderen rauchen. Mm. Und ich dann so, du schon wieder eine Pause machen? Du machst schon wieder Pause? Was machen Sie eigentlich so? Was für eine Sorte hast du? Vanille. Welche hast du? Lemon Singer. Lemon Singer, so wie der Tee? Oh. Was geht? Oh nein. Was ist denn los? Hab mir das Hirn gefrostet. Ach, das glaube ich nicht. Du kannst mich nicht verarschen. Alter, was ist denn los? Entspann dich mal. Es geht doch wieder weg. Es geht nicht weg. Es wird schlimmer. Es geht wieder weg. Wie soll denn das schlimmer werden, Doc? Ey, komm schon, Mann, du bist aus der Hut, Doc. Oder du übertreibst es jetzt gerade ein bisschen. Komm schon, kein Hirnfrost der Welt kann dich so rumquietschen lassen, Mann. Entspann dich, hör auf, dich zu verprügeln, Alter. Jo, machst du einen auf Newton-Pendel? Kugeln, Schnüre, kinetische Energie? Bitte, deine... Was geht mit dir? Komm schon, der Exorzist. Was kommt als nächstes? Machst du gleich Kung-Fu? Jetzt beruhig dich mal. Hör zu, das kann dir nicht so viel anhaben, das glaube ich dir nicht. Jo, jetzt hör mal zu, du fällst dich wie eine crazy Bitch. Jetzt ist mal Schluss. Oh, jetzt kriegst du Angst. Hast du Hallus? Ach, der Hirnfrost macht dir Schiss. Wer bist du? Okay, du fragst, wer ich bin. Du leidest gar nicht an Alzheimer. Was hast du denn? Du bist durchgeknallt, du Bitch. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, macht jetzt einen auf dick und doof oder was? Der crazy Motherfucker? Das ist so abgefuckt. Oh, das war ein Karateblock. Oh, weißt du was, Mann? Du bist derbe, weil du bist durch, du kleiner Wichser. Das ist dein Problem. Lauch. Oh, oh, chill dich mal, chill, Mann. Du willst den Frozen Joghurt weiter essen, obwohl du den Hirnfrost hast? Was machst du da? Ey, jetzt verdienst du langsam meinen Respekt, Mann. Du isst das Zeug weiter, dass dir wehtut? Das ist verrückt. Oh, jetzt isst er immer schneller. Jetzt haut er richtig rein. Er steuert direkt in den Hirnfrost rein. Der Shit ist super crazy, Doc, und das weißt du. Ey, ehrlich, Alter? Das ist ja noch verrückter als damals, als ich Benny mit bloßen Händen erwürgt habe, weil er nicht meine Scheine hatte. Alles klar, er hat gestanden. Gestanden? Was? Du bist ein Kopf, Alter? Ganz langsam aufstehen. Ich glaube es einfach nicht. Wir kennen uns seit der 6. Klasse. Ich verhafte dich wegen des Mordes an Benny Tech the Ratrex. Schaff den mir aus den Augen. Weißt du was, Mann? Du bist ein Bitch, Hirnfrost, crazy Motherfucker. Du kommst in den Knast für eine sehr lange Zeit. Das tut so weh. Immer noch Hirnfrost. Ich werde den Hirnfrost nicht mehr los. Ja, das bleibt jetzt auch so. Schaff den weg! Weißt du noch Catherine Zeta-Jones in Verlockende Falle? Ob ich mich erinnere? Heiße Frau. Sie war so... Sie sich verbiegt und sich da durchschlingt. Was? Durch die Laser durch? Durch die Laser, Doc. Das meine ich. Durch die Laser, Doc. Durch die Laser durch. Das macht uns durch. Durch die Laser, Doc. Hey, Sweetie. Möchtest du am Wochenende ins Kino? Ist ein Film mit... Wer spielt die Hauptrolle? Catherine Zeta-Jones. Genau so ist es. Sie war einfach so... Und erinnerst du dich an Kevins Cousin allein im Supermarkt, wo Jennifer Connelly auf dem Pferd? Boah, die Bilder in meinem Kopf werden mich nie mehr loslassen. Das meine ich ernst. Das bleibt jetzt. Der Shit war mein Frühlingserwachen.